Ich glaube, erstmal ist das Spiel jetzt am Mittwoch sehr, sehr wichtig. Mit der Niederlage in Lazio haben wir uns da selbst ein bisschen Druck zugelegt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir da gute Chancen auch zu bestehen und uns auch in eine sehr, sehr gute Situation wieder zu bringen, was die Champions League angeht. Und natürlich ist es in der Bundesliga jetzt sehr, sehr knapp und da wollen wir natürlich die Punkte nicht wie letztes Jahr natürlich zu Hause lassen. Und haben Sie schon gehört, was Mats Hummels hat? Nee. Gut, da warten wir dann noch auf Resultate. Dankeschön. Aber dem geht's gut, er hat 2 Tore geschossen. Der ja, aber der ging Kumpeln vom Platz, der arme Kerl. Ja, das kriegt er schon hin. Der hat ein gutes Heilfleisch.